Dieses Jahr wird durchgehasselt. Anscheinend ja nicht. Das Video soll ja am Sonntag kommen und ich sitze jetzt erst dran. Wir haben Freitag. Also viel Spaß beim FAQ-Video. Eure Fragen beantworte ich jetzt. Lu fragt, was hast du so in Zukunft für deinen Kanal geplant? Für meinen Kanal habe ich einiges geplant, aber nicht auf diesem hier. Ja, guckt erst den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr mich supporten wollt. Checkt das ab und guckt euch das Ganze wieder an. Cool, danke. Eure Fragen. Keep fragt, was schaue ich mir hier eigentlich an? Warum schaue ich mir das an? Warum ist Ju so nice? Ich habe keine Ahnung, warum ich nice bin oder was du an mir nice findest, aber I feel pleasured. Thank you a lot. Und keine Ahnung, schaust du irgendeinen Müll auf YouTube an. For real. Beantwort ich jetzt. Wie geht's meinem Gemälde bei dir? Fragt Emily. Deinem Gemälde geht's eigentlich ganz gut. Das hängt hier vorne direkt rechts neben mir. Und ja, sonst ist geht gut. Schick noch was Neues. Lu fragte gern, wofür würdest du eine extra Stunde am Tag nutzen? Eine extra Stunde am Tag würde ich actually für entweder schlafen, zocken oder YouTube-Videos machen, die ich wahrscheinlich eh gefühlt nie regelmäßig machen werde. Aber ihr wisst Bescheid. Sturmfrisur Pokémon fragt, was ist der Unterschied zwischen Adjektiven und Subjektiven? Was ist der Unterschied zwischen meiner linken Faust und meiner rechten Faust? Eure Frage. All Might fragt, wieso magst du Zwinker-Smileys nicht? Also, Zwinker-Smileys sind ganz schmierig. Stell dich einen 40-Jährigen vor, der mit einer 10-Jährigen schreibt, der Zwinker-Smileys benutzt. Mit, hey, wie geht's dir, Zwinker? Wisst ihr, ist nicht cool, ist... Eure Frage beantworte ich schnell wie Usain Bolt, beantworte sie schnell. Willkommen zur absoluten Speedrunde. Osikorto fragt, was ist dein Lieblingsessen? Chili con carne, was ist dein Lieblingsanime? Darling in the Franks, was ist dein Lieblingsvideospiel? Gothic bzw. The Witcher 3. Emily fragt, warum kommst du heute wieder ins Saarland? Ich habe keine Ahnung. Nothing is bei Uwe. Was ist dein Lieblingsessen? Und was ist dein Lieblingsanime-Charakter? Mein Lieblingsessen ist wie immer noch Chili con carne. Mein Lieblingsanime-Charakter ist Zero to CS. Und everybody, was man unter Aesthetic Anime Profile Pictures finden kann. Nies weinen. Wann kommen Songs? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ey, wirklich, for real. Also, bitte. Weißt du noch damals, als wir uns kennengelernt haben? Jo, auf TikTok, Claro Kuni, du warst Moderator da. Ich habe da reingeschrieben, warum auch immer ich meine Zeit auf TikTok verschwendet habe. Bitte tut das nicht. Schickt mir niemals TikToks. Bitte bringt mich nicht dazu, ein TikTok-Format zu machen. Wirklich, dann will ich mir einfach nur mein Leben. Eure Fragen beantworte ich jetzt. Wie war dein Jahr 2021? Schau dir mal ein Video 2021 an. Kommen auch mal gute Videos. Nein. Was erwartest du? Arschloch. Eure Fragen beantworte ich jetzt. Max schreibt, was ist die beste Orange von Afghanistan, wenn es 6 Uhr morgens ist und ein Strauß von um 7 Uhr schläft? Halt einfach dein Maul. Und Lemotrix fragt, kannst du wieder, wie letztes Jahr, eine Top 10 Anime-Liste machen? Ah, und frohes Neues. Natürlich kann ich so eine Anime-Top-Tier-List machen. Willkommen. Wunderschönen guten Abend, werte Menschen. Und herzlich willkommen zu dieser Anime-Top-10-Liste. Wir haben wieder fachlich herausgefunden, was denn meine Top 10 Lieblingsanimes sind. Und sie für euch hier aufgeschrieben. Man möge bedenken, das ist meine objektiv richtige Meinung. Auf Platz 10 befindet sich Attack on Titan. Warum Attack on Titan von meiner Platz 5 auf die 10 gewandert ist, ist aktuell einfach wegen Staffel 4. Mir gefällt der Arzt einfach nicht so. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Ich werde es auf jeden Fall nochmal einen Try geben, wenn der Anime komplett durchgelaufen ist. Also, ja, dann, wenn alle mich schon spoilern wollen. Auf Platz 9 ist Food Wars. Warum ist Food Wars auf Platz 9? Mir gefällt der Charakter vom Essen, Hi! Auf Platz 8 ist Akamega Kill. Warum Akamega Kill immer noch auf Platz 8 ist, ist quasi immer noch the same. Er ist geil, er ist nice, er muss einfach einen festen Platz haben. Das ist eigentlich der Grund. Ich liebe Akamega Kill, ich lese auch aktuell den Manga. Also, naja, ich brauche ein bisschen. Auf Platz 7, Chivalry of a Failed Knight. Ich habe immer Cavalry gesagt. Warum hat mich nie jemand darauf hingewiesen? Warum hasst ihr mich alle? ReZero ist auf Platz 6, weil ich mag ihn extremst und er beschreibt quasi mein Leben. Todlebendig, 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 todlebendig. Auf Platz 5 ist Mushoku Tensei und ich mag diesen Anime so sehr. Er ist so geil animiert, er hat so viele nice Assets, die mir einfach gefallen und ich will eine zweite Staffel. Merkel, mach Mushoku Tensei zweite Staffel, sofort.
Auf Platz 4 ist Demon Slayer. Ich liebe Demon Slayer einfach so, wie er ist. Er hat so nice Charakter. Selbst die deutsche Synchronisation ist extremst gelungen. Ich bin allgemein kein Hater von deutscher Synchronisation. Ich bevorzuge sie manchmal sogar. Also, hatet mich bitte kaputt. Aber er ist einfach nice. Der Film war geil. Ich habe geweint kurz. Ne? Bin ich ehrlich? Ja. Ihr dürft alle Emotionen zulassen. Wenn nicht, wenn ihr keine Emotionen zulasst, seid ihr einfach nur cringe und peinlich. Auf Platz 3 ist Elfenlied. Was soll ich dazu sagen? Das Opening ist insane. Und das war mein erster Anime, den ich mir so richtig reingezogen habe. Ich habe mir letztens wieder Folge 1 angeguckt und habe direkt wieder alles in meinem Kopf bekommen. Ich war so, oh mein Gott, wie ich diesen Anime vermisst habe. Ich liebe ihn. Elfenlied. Empfehlung. Scheiße, warte, ich habe Kinder als Zuschauer. Elfenlied ist ein sehr entspannter Anime. Auf Platz 2 sind Naruto und Detektiv Conan, zwei Longrunner-Anime, die ich bis heute noch extremst feiere. Naruto und Naruto Shippuden, bisher meine Favorites so gewesen von den Longrunnern, aber Detektiv Conan ist einfach meine Kindheit, darum teilen die sich mittlerweile den Platz. Platz 1 Intro. Und auf Platz 1, Darling in the Franxx. Warum Darling in the Franxx? Quasi, ich habe ein komplettes Edit über Zero Two gemacht. Ich habe ein Gemälde von Zero Two an meiner Wand hängen. Ich habe eine Zero Two-Lampe, die auf meiner Xbox spielt. Ich will mir noch ein Zero Two-Body-Pillow kaufen. Also, ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Genau, wie gesagt, schaut den ersten Link in der Videobeschreibung. Guckt euch das Video auch nochmal an. Das ist ein quasi Bonus-Video. Enjoy it. Yeah. Ich küsse eure Herzen. Und bis dann. Wann kommt Outlast 2? Wenn schon nicht Outlast 1 kommt. Niemals!